Bevor du die eine suchst, solltest du Folgendes tun. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Love lock it in, motherfucker. Come on, let's do the intro, man. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Behaltet den Fokus, na man? Da sind wir doch. Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Yes, da sind wir wieder. Wir sind wieder back. Ich war jetzt 2 Wochen lang tot. Ich war 2 Wochen lang krank. Lag hier zu Hause rum. Und ich war wirklich seit 5, 6 Jahren nicht mehr so krank. Also diesmal hat es mich wirklich ausgenockt. Ich habe Fieber gehabt mit Schüttelfrost. Lag ich im Bett, habe geschwitzt und gezittert. Gleichzeitig heftigen Husten gehabt. Mein Kopf ist immer noch teilweise zu. Schnupfen. Das ganze Paket habe ich abbekommen. Aber jetzt geht's langsam wieder bergauf. Ich war noch nicht im Gym. Ich hoffe, die Woche kann ich das erste Mal wieder ins Gym gehen. Viele Leute sind aktuell krank. Ich bin eigentlich ein Typ, den es selten erwischt. Wie gesagt, vor 5, 6 Jahren war ich das letzte Mal so richtig krank. Auf jeden Fall gute Besserung an alle Leute, die gerade ein bisschen erkältet oder krank sind. Ist gerade die Phase wieder. Draußen ist arschkalt, minus 2 Grad. Ja. Ja. Auf jeden Fall machen wir heute ein Video. Der Titel vom Video wird sein: Bevor du die eine suchst, solltest du Folgendes tun. Und das ist ein wichtiges Video für alle Männer. Ich spreche hier explizit an die Männerwelt, an junge, heranwachsende Männer. Was du tun solltest, bevor du eine wirklich ernsthafte Beziehung eingehst, die langfristig halten soll, ja? Ja. Und der erste Punkt meiner Meinung nach ist, viel Erfahrung sammeln. Ich finde, als Mann solltest du in deiner Jugend und auch im heranwachsenden Alter als junger Mann viel Erfahrungen sammeln, damit du so viel wie möglich auch lernst. Männer, die viel Erfahrung haben, weisere Männer, sind attraktiver auch Frauen gegenüber und vor allen Dingen durch diesen Erfahrungsschatz, den du sammelst, lernst du dich selber besser kennen. Und dann kommen wir direkt auch zum zweiten Punkt. Und zwar ist der zweite Punkt, dass du wissen solltest, wer du bist und was du möchtest. So. Bevor du die eine suchst, solltest du wissen, wer du überhaupt bist, was deine Ziele sind im Leben, wo du hin möchtest und was du auch von einer Beziehung erwartest, beziehungsweise von einer Frau erwartest, mit der du eine längere Beziehung eingehst. Was möchte ich hier eigentlich? Was ist das Ziel von dieser Beziehung? Beziehungsweise, was sind auch Dinge, wo ich vielleicht auch Grenzen habe? Dass du einfach wirklich weißt, worauf willst du hinaus? Wo möchtest du hin? Wie sieht eine Beziehung für dich im Optimalfall aus? Und was erwartest du auch von deinem Gegenüber? Die Dinge, wenn du die nicht richtig für dich weißt und reflektiert hast, die können langfristig in einer Beziehung einfach zu Problemen führen. Und wie gesagt, das kommt halt mit Erfahrung. Indem du Erfahrungen sammelst mit Frauen, indem du Erfahrungen sammelst in der Welt, indem du Erfahrungen sammelst im Geschäftsleben, indem du Erfahrungen sammelst in der Familie. Mit diesen Erfahrungen wirst du dich reflektieren und du wirst mehr herausfinden, wer du bist, wer du sein möchtest und was du erwartest von einer vernünftigen Beziehung. So. Der dritte und letzte Punkt, der wichtig ist, bevor du eine Beziehung eingehst, ist Ehrlichkeit. Dass du ehrlich zu dir selbst bist, so. Dass du dir gewisse Dinge eingestehst, ohne Rücksicht auf Verluste. Dass du einfach wirklich du selbst bist und auch keine Angst davor hast, das auch deinem potenziellen Partner so mitzuteilen, ihr zu zeigen, wie du bist. Wirklich hundertprozentig ehrlich. Selbst wenn es Dinge sind, die vielleicht in der heutigen Welt als komisch gelten, in Anführungszeichen, solltest du nichtsdestotrotz dazu stehen und das von Anfang an auf den Tisch legen und sagen, so bin ich, das bin ich, ich habe mich selbst durch die und die Erfahrungen so und so gut kennengelernt, dass ich jetzt hier sitzen kann und sagen kann, das bin ich als Mann, das sind meine Eigenschaften, das sind Dinge, die vielleicht sogar für dich ein bisschen komisch scheinen oder wirken, aber ich möchte mit dir hundertprozentig ehrlich sein, deswegen sage ich dir diese Sachen von Anfang an, so bin ich. Willst du auf die Reise mitkommen oder möchtest du nicht so? Und da muss man halt wirklich auch knallhart sein, weil es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, als am Anfang von einer Beziehung zu lügen, dich zu verstellen und das sehe ich bei sehr vielen Männern, weil sie unbedingt einfach diese Frau haben möchten, dass sie sie anlügen, dass sie sich verstellen, dass sie nicht zu sich selbst stehen, sondern einfach nur die Dinge so tun und so sagen, damit sie diese Frau bekommen. Und wie oft hört man das von Frauen? Ja, nach 2, 3 Jahren ist sein wahres Gesicht rausgekommen. Nach ein, zwei Monaten ist sein wahres Gesicht rausgekommen. Der war auf einmal dann so und so. Und am Anfang war der so lieb und am Anfang hat er so schön und das ist es nicht, Mann.
Ja, okay, du kriegst sie dann. Du hast sie dann geknackt, sie ist dann an deiner Seite. Aber das ist nicht real, Bro. Du lügst dich selber damit an, weißt du? Am Ende des Tages gibt es nur Schmerzen und Pain. Selbst wenn du sagst als Mann jetzt zum Beispiel, ich mach so einfach, damit ich die rumkriegen kann. Hand aufs Herz, das hat jeder von uns schon gemacht. Ich spiele jetzt eine Rolle, damit ich sie rumkriege. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt hast du keinen Bock mehr. Und dann musst du es loslassen. Dann musst du Schluss machen, dann musst du ihr das sagen. Und dann, was ist dann? Dann ist Pain, Kopfschmerzen, das ist unnötig. Weißt du, was ich meine? So ist unnötig. Dann setz dich lieber von Anfang an hin, leg die Karten auf den Tisch, sag, das bin ich, das sind meine Eigenschaften, das erwarte ich von dir, willst du mit auf die Reise kommen oder nicht? Seid einfach immer ehrlich. Seid einfach immer ehrlich. Trust me, es bringt nichts zu lügen. Das bringt euch am Ende des Tages langfristig gar nichts. Und ich weiß, dass viele Männer draußen nicht so richtig Zugang zu Frauen haben. Für Männer ist es auch viel schwerer als für Frauen auf dem Datingmarkt oder Zugang zu Frauen zu haben. Frauen haben es einfacher, Mann. Frauen werden von jung an schon irgendwie mit Angeboten zugemüllt auf Instagram, auf Tinder, auf was weiß ich nicht alles so. Es gibt halt einige Männer, die keine richtige Chance haben auf Frauen beziehungsweise wenige Chancen haben und dann einfach alles nehmen, was sie bekommen. Und alles dafür tun, damit sie diese Frau bekommen und behalten. Und das ist eine Sache, wo ich sage, macht das, tut es euch selber auch nicht an. Tut es euch selber auch nicht an, weil am Ende gibt es Schmerzen, wenn ihr nicht ehrlich seid, wenn ihr euch verstellt, nur damit ihr sie bekommt. So. Tut euch das selber nicht an, tut es der Frau nicht an. Es bringt einfach niemanden weiter in dieser Welt. So. Seid ehrlich zu euch selbst, seid immer real, seid immer offen und verarscht euch nicht und verarscht sie auch nicht. Und dann kann das eine gute Basis sein für eine langfristig gut funktionierende Beziehung. Das wären meine Tipps an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ich küsse euer Herz. Be unique natürlich. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Schreibt eure Anregungen und Gedanken zu diesem Thema unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Fellas. Be unique, dabei ist alles. Peace out.